Sinschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Blutpsychologe. Abonniert gerne meinen Kanal oder lasst mir auch gerne Kanalmitgliedschaft da, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt. Meine Kurse findest du auf liebeschiff.de. Und ich bin in Essen im Ruhrgebiet, live und in Farbe. Wird, glaube ich, größte Lesung oder Veranstaltung ever. Sichert ihr auch noch ein Ticket. Ich bin da im Unperfekthaus. Ich packe den Link hier nochmal drunter. So ein geiler Name, ne? Unperfekthaus. Ja, heute haben wir das schöne Thema, wieso Dopamin deine Beziehungen ruiniert. Ohne Dopamin wollen wir alle nicht leben. Ist ja so ein bisschen so ein Spaßhormon und ist auch vor allen Dingen ein Motivations-Zielerreichungshormon. Das heißt, wenn wir also nicht nur wird das so ausgeschüttet, wenn wir irgendwelche netten Ablenkungen haben, die uns Freude bereiten. Es wird auch natürlich bei vielen Drogen ausgeschüttet und so. Und es wird aber auch ausgeschüttet, wenn wir so Ziele erreichen, ne? Das ist ja auch wunderbar. Also es ist auch so ein Hormon, so da möchte ich hin, da bin ich aber noch nicht. Und das ist sozusagen, was mich motiviert und dann auch so eine Ausschüttung gibt, wenn wir das Ziel erreicht haben. So, ne? Und ja, so sind wir verdrahtet. Ich meine, das, was wir mit uns rumschleppen, hat sich in den vergangenen 10.000, 100.000 Jahren entwickelt. Ist natürlich nicht unbedingt immer angepasst an unsere moderne Welt. Ist ja logisch, kann es auch gar nicht. Ne? So schnell kann sich ja die Genetik nicht verändern oder tut sie es zumindest nicht. Ich hatte auch ein cooles Video gesehen von Jonas, heißt der, glaube ich, verlinke ich auch nochmal drunter, wirklich hervorragend, wo er es auch nochmal analysiert, Dopamin und diese ganzen kurzfristigen Bestätigungen, die ja nachgewiesenermaßen auch ein bisschen Dopamin ausschütten, wie zum Beispiel auf TikTok hängen bleiben, auf YouTube Shorts hängen bleiben, auf Instagram hängen bleiben, in den Reels. Und eine Stunde verdaddeln, völlig sinnlos. Und warum machen wir das? Weil dieser Algorithmus irgendwann weiß, was wir uns angucken. Und das kriegen wir immer wieder präsentiert, gerade in so einer ganz kurzen Aufmerksamkeitsspanne. So, ne? Das können ja auch viele gar keinen Film mehr gucken, ohne nebenbei am Handy zu spielen und so. Also wir können uns ja schon nicht mehr 90 Minuten auf den Film konzentrieren, weil wir so geschult sind auf immer kürzere Einheiten. Ne? Also früher waren es, ist jetzt teilweise auch noch, so längere YouTube-Videos. Und jetzt, dann waren es, ja, und dann kam, ich glaube, als erstes sogar TikTok mit den hier, nee, du kriegst nur noch 30 Sekunden Häppchen, so, ne, oder noch kürzer, so, ne, und ja, und das sorgt halt immer für Dopamin, aber ohne, dass wir damit jetzt irgendein Ziel erreicht hätten, ne, sondern es hält uns fest in völlig sinnlosen Kram. Und wenn wir mal, das hat ja auch der Jonas auch gut analysiert, wenn wir mal gucken, wer sind die größten Content-Creator, dann sind das durchgängig Kanäle, die, ja, ich sag's jetzt mal positiv, für Unterhaltung sorgen. Negativ könnte man auch sagen, die, ja, weiß ich nicht, nur Trash, Gossip, also meine ich jetzt im Allgemeinen gar nicht Trash-Fernsehen, Trash, Gossip, sinnlos, weiß ich nicht, labern, manchmal hetzen, irgendwie auch viele Kanäle, die Angst machen, laufen auch super gut. Ne? Es ist wirklich zum Verzweifeln manchmal, finde ich. Aber gut, die Welt ist, wie sie ist und auch ganz viel einfach, wie der Jonas sagt, so Bullshit-Content. Ne? Und das ist jetzt auch keine Wertung, manchmal wollen wir es natürlich auch, aber trotzdem, wenn wir da ewig hängen bleiben, vertun wir natürlich die Zeit, die wir ja, für wertvolle Live-Kontakte oder für einfach sich weiterentwickeln oder in der Natur sein, die wir dafür nutzen können. Ne? Aber gut, kommen wir mal zurück zum Thema, was hat das jetzt mit Beziehungen zu tun? Also in allen Arten von toxischen Beziehungen wird definitiv super viel Dopamin ausgeschüttet, weil wir immer wieder kämpfen, um diesen nicht verfügbaren, bindungsängstlichen Partner immer wieder vielleicht meinen, kurze Erfolge zu erzielen. Oh, das hat
Es hat er mir mal einmal zurückgeschrieben, nachdem ich 60 Mal geschrieben habe. Oder oh, es hat mir mal einmal wieder Bettsport für 5 Minuten und da habe ich jetzt monatelang drum gekämpft und jetzt habe ich ein Ziel erreicht. Und was ich sagen würde, es führt eigentlich zu nichts, weil du kannst dir ja gleich einen Partner suchen, der das freiwillig macht, ohne dass du einen Trizen musst dazu. Aber nein, hat man ja nicht diese Dopaminausschüttung so, ne? Es hat natürlich auch noch andere Gründe, Ego, inneres Kind, aber gucken wir uns heute mal einfach mal das an, ne? Weil du festhängst in dieser kurzfristigen Bestätigungsschleife des Dopamins und vielleicht sind wir auch alle noch viel mehr darauf getriggert durch eben diese sozialen Medien und diese Tendenzen, dass das immer mehr zunimmt. Das Handy ersetzt ja auch immer mehr so die Zigarette so, ne? Früher haben Leute, wenn sie gelangweilt sind, haben sie geraucht, heute nimmt man das Handy in die Hand und man guckt ja selten irgendwas Sinnvolles wirklich nach, wenn wir mal ehrlich sind, so, ne? Und wie gesagt, wir müssen damit ein Stück weit leben, nur ja, das kann halt falsche Anreize setzen in Beziehung. Und auch Tinder ist genauso eine Dopaminmaschine, ne? So, ah, kriege ich jetzt einen Hit, kriege ich nicht. Die können das super genau ausrechnen, wie du schön hooked wirst an die App so. Und vielleicht hast du auch, arbeitest dir den Arsch ab für dann doch mal irgendein Date und vielleicht gibt es noch ein zweites Date oder vielleicht hat man auch mal einmal Erfolg und landet einmal in der Kiste und dann ist aber schon wieder für einen von allen langweilig und dann braucht man den nächsten Hit. Auch so diese One-Night-Stand, Hook-up, Tinder-Kultur, darf natürlich jeder machen, wie er will, ne? Und vielleicht gibt es auch, vielleicht braucht man auch mal so eine Partyphase, ne? Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht werten, aber das führt natürlich dazu, dass man sich das Gehirn, wie gesagt, macht ja, was man viel macht, die Autobahnen werden größer so. Und ja, man gewöhnt sich an dieses Kurzfristige und kann dann langfristige unterstützende Beziehungen unter Umständen nicht mehr wertschätzen, weil die nicht diese kurzfristigen Dopamin-Kicks so liefern, ne? Und weil das Gehirn einfach dran gewöhnt ist. Und vielleicht zerschießt man dann alles immer wieder und fragt sich, warum mache ich das? Ja, weil wir auf dieser kurzfristigen Bestätigungsschleife sind, ne? Oder vielleicht schreibt man auch, wenn man in einer festen Beziehung ist, reicht einem das dann nicht. Man muss immer noch mit 10 Leuten weiterschreiben oder muss weiter auf Tinder sein oder muss weiter, weil einem das Leben einfach so zu langweilig wird. Und da gibt es ja auch viel, was man da schon immer mehr drüber liest. Also wenn du in solchen kurzfristigen Dopaminschleifen hängst, führt das dazu, dass du das Leben zunehmend als langweilig, boring empfindest, weil du, ja, weil ohne diese ganzen Ausschüttungen halt dieser Spiegel einfach nicht hoch genug ist, dass du noch irgendwie, ja, dich irgendwie interessiert fühlst am Leben, sagen wir mal so, ne? Und uns allen würde, glaube ich, gut tun, ja, da mal zu detoxen, wenn man es überhaupt will. Viele wollen das ja auch gar nicht. Aber da muss man halt mit den Konsequenzen leben, so, ne? Die das so hat, ne? Weil das gibt es ja auch Forschung zu, dass Menschen eigentlich dann erfolgreich sind im Leben, wenn sie so auf langfristige Bestätigung, Bestätigung brauchen wir ja alle, aber auf langfristige Bestätigung setzen und auch mal warten können, anstatt auf diese Kurzfristbestätigung, ne? Das führt halt häufig zu, ja, viel Toxik im Leben, sagen wir es mal so. Ja, ist das für euch nachvollziehbar? Was denkt ihr darüber? Und bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder.